So Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Begrüße euch ja wie immer. Ihr wisst ja ganz genau, was jetzt kommt. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst schon, was das heißt. So, kurz zu meiner Familie von The Sims. Wir spielen halt Sims 4 weiter. Wir haben lange nicht mehr gespielt. Und ich wollte euch mal kurz mal vorstellen, ja, meine Familie. Ja, ich glaube, die kennt ihr ja nicht, warte. Aber zu erwähnen mal die alte Elisabeth, die ist auch schon alt, ist die erste Tochter von der Charlotte gewesen. Ja, Charlotte ist ja tot. Ja, und der Elisabeth wird höchstwahrscheinlich auch bald. Ja, der zeitliche Segen. So, wem haben wir denn noch hier? Die Göre haben wir da und dann haben wir natürlich die Kandre, die ist ja vor kurzem wieder das zweite Mal Mutter geworden. Und dann haben wir den Mischa der Jute, das ist der zweite Mischa der Jute, denn der erste Mischa der Jute, der ist ja auch da, wo der Charlotte ist. So, und hier haben wir dann der Otto. Nicht Otto Walkes, nee, sondern der Otto Schneider. Schneider, Leute, ist natürlich so eine Sache mit den Hinternamen. Ich bin ja dabei. Ja, Annika Schneider ist auch hier und wir haben denn hier eigentlich noch mal den Dominik Schneider. Ist der letzte von der Country S, von der Mutter. Ja, die Mutter hat ja den Ding da, also den Dominik geboren. Und dann haben wir hier noch ein Baby. So, Emily Rose Zieten. Nee, Zietziet, denke ich mal, heißt die. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen hier weiter. So, was erwartet uns heute? Denn ich kann euch das ja nicht sagen, weil jedes Mal, wenn ich mir was vornehme, ja, dann kommt es meistens immer anders, als man so denkt. Und das macht einfach mal diese Geschichte hier von The Sims 4, ja, umso fantastischer. Man weiß nie, was kommt. Und wir schauen einfach mal, wo wir hier sind. So, wir können hier zum Beispiel fangen wir an mit der, wem haben wir denn? Mit der Elizabeth. Elizabeth hat hier was zum Verkaufen. Was ist denn das da? Wasser? Wasser hat sie hergestellt? Wie hast du ein Wasser hergestellt? Das können wir nämlich gleich verkaufen. Da haben wir nämlich gleich ein paar Glocken. 1400 Öken, Leute, haben wir. Ja, und ich fange einfach mal an. Guck mal hier. Ist ja voll was los. So, hier muss jemand auf Toilette. Denke ich mal, du solltest auf Toilette gehen, herzlich gehen. Mach einfach und geh. Wem haben wir denn hier? Ah! Da haben wir von der Jane, ja, von Jane seine Familie, weil der Jane spielt ja hier auch eine Familie und zwar hat er sich eine Star Wars Familie gemacht, Leute. Ist eine gute Geschichte. Wir können ja hier mal ein bisschen gucken, ja, und warum ist das hier so am Hacken, Lacken, Lacken, ja, und da kann der Dominik da gleich mal mit dem mal ein bisschen quatschen, finde ich nämlich gut, ja. Mehr Auswahl, Anbrüllen, nö, 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 nö. Elefantenwitz ist passend. Kann man hier erzählen? Sollte man über Interessen reden? Hat er Interesse? Ich weiß nicht, ob der Dominik jetzt irgendwie so ein Interesse hat, um halt dementsprechend auch mit dem. Wer ist denn das überhaupt? Ja, wer ist denn das? Kann man da? Das ist der Papa. Der Papa, der Vetter. Ja, und warum laufen die denn hier eigentlich heute ein bisschen zu schräg? Weiß ich nicht. Was ist denn mit dir los, Elise? Ja, du hast Hunger. Dann solltest du mal ein bisschen was essen. Ja, ein Gericht nehmen und dann kannst du mal ein bisschen, ja, was für deine Hygiene tun, denn du stinkst bis hierher. So, des Weiteren kann hier der Kollege, der Otto, kann indessen mal hier mal das Ding hier reparieren, weil von nichts kommt nichts. Und Leute, was wollen wir denn überhaupt machen? Es ist 2 Uhr, ist 3 Uhr in der Früh. Wir warten einfach mal, wir warten einfach mal, bis das helle geworden ist, ja. Und dann werden wir uns heute mal ja einen Ausflug gönnen, ja. Die Familie Schneider, die ja hier Schneider heißt, wird heute auf Erkundungstour gehen. Ich weiß noch nicht, wohin das geht. Und ja, ist einfach mal so. Wir schauen einfach dann noch mal an, was wir hier machen. So, indessen kann hier der Kollege hier Aussehen ändert. Das ist furchtbar mit dem Hut. Das ist ein Micha der Jute. Micha der Jute, das kann nicht so aussehen, weil ist nicht. Da ändern wir mal einfach mal das Outfit, beziehungsweise mal, ja, kicken. Furchtbar. Ohne Scheiß, Leute. Ohne Scheiß. Ja, ein Cowboy-Hut stehe ihn halt auch ein bisschen oder ihm ein bisschen besser. Ja, Gesichtsbehaarung. Ja, keine Ahnung. Man kann auch mal ein bisschen. Nee, ist ja eklig. Nee, ist eklig. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Was ist denn? Braune Brille. Ja. It's cool, man. Haben wir hier keine schwarze Sonnenbrille, Mann? Okay, Mann. Lassen wir doch glatt. So, und nehmen wir endlich mal hier was anderes hier, ey. Was? Was haben wir denn hier? Nee. So läuft der? Ach, scheiß, was, Leute? Egal. Bei mir ist eh alles anders. Von daher kann er so rumlaufen. Ja.
Was hat er denn für eine Armklemme? Ist er ätzend, ey. Ey, komm, hör auf. Hör bitte auf. Furchtbar. Sieht noch blöd aus. Mehr Hüte haben wir hier nicht zur Auswahl? Ist ja schade, wa? Ja, egal. Eine Brille. Boah, hier wieder eine Brille. Der braucht keine Brille. Macht das doch mal weg hier, ey. Furchtbar aus. Ich finde, es sieht furchtbar aus. Ach, wir lassen das einfach mal. Wir wollen hier alle nicht so viele Faxen machen. Jemand hat da erstmal ein neues Outfit für einen Tag. Und ich denke mal, das ist ausreichend. Mehr Outfit braucht er ja nicht. Der Michael der Jote. Ich glaube, war der Michael der Jote oder war es schon wieder eine andere Ratsjöre? Meine Presse. Ich muss ja echt mal aufpassen. Ich weiß ja nicht, was jemand ist. Das ist auch putzig hier, was wir hier sehen, wa? Ja, wer ist denn der Kerl hier? Mr. Yoda? Was sucht denn der Mr. Yoda hier bei uns, Kiddings? Nicht hier kämpfen, was willst du denn hier kämpfen? Anbrüllen? Nö. Mach dem mal ein Kompliment. Ja. Und ja, rumblödeln, rumdödeln, keine Ahnung. So, 2, 4, 6, 8 Familienmitglieder haben wir hier. Weitere Familienmitglieder können wir halt hier nicht mitzunehmen. Ja. Und ja, ansonsten wie sieht es hier aus? Spielen wegwerfen, mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen und dann schauen wir auch weiter. So, wir hatten heute vorgehabt. Was hat er denn, Elisabeth? Was willst du denn? Willst du mal einen Freund anrufen, Herzchen? Willst du mal kleine Techtelmechtel machen, Herzchen? Wie sieht's aus? Ja? Mal kicken, was wir hier machen, Herzchen. Schauen wir mal. So. Das ist ein Ditte hier für eine Scheiße. Mit der Liebe ist nicht dolle, war? Das ist ein Ditte hier für eine Scheiße. Hallo? Was ist ein Ditte hier? Keine romantischen Beziehungen? Elisabeth hat keine romantischen Beziehungen. Oh, jetzt wirkt aber ein bisschen ulkig. Warum? Kann sie nicht mehr? Geht nicht mehr? Alle dicht unten im Schacht, sag mal, Fräulein? Was ist denn hier passiert? Wie siehst du überhaupt aus? Hey, Knackisau bist du ja auch noch hier im Alter, mein lieber Scholli. Ruhig, ruhig. Warte, Bullerchen. Na, ruhig. Macht's das Bullerchen? Da hätten sie eigentlich auch noch ein kleines Bullerchen hier ruhig hindödeln können. Ja, die Spülung, die hört man. Ja, hallo? Das hört man auch, wie das Wasser hier abspritzt. Ich hätte jetzt gerne mal das echt gehört, wenn sie mal halt da. Wisst ihr? Oder wenn sie kackt, so die Wurst ablässt. Blub. Der Emily Rose muss gefüttert werden. Kennings. Ja, und das sollte die Mutter machen. Mutter, komm, hör auf hier zu pennen. Jetzt siehst du mal da. Gibt dir mal halt der Emily Rose eine Titte, ja? Und wechsel dann danach mal die Windel, weil das ist der Emily. So, kick mal, macht sie natürlich alles. War natürlich ein guter Befehl, eben gerade den ich gemacht habe, ja? Und hier kann mal jemand, ist mal jemand hier so lieb und vergruftet mal. Ist natürlich auch nett. Hier ist schön, ja? Wie wir noch mal gleichzeitig mal ein bisschen mit der Emily mal ein bisschen quatschen. Hüpfen. Liebkosen. Angehoben. Brauchen wir nicht. Grimasse schneiden. Klar, warum nicht? Brauchst du nicht mal eine Grimasse schneiden. Country Ash. Da brauchst du keine Grimasse schneiden. Was wollen die denn hier? Ja? Was ist denn hier los? So Reikyu. So AQ in der AQ. Micha, was will er denn hier? Was hat er? Ein Dateplan. Sims können anderen über einen romantisch um einen Roman. Sims können anderen ein Date. Ja, mit wem willst du jetzt ein Date machen? Das ist frühest um 6. Da wird wohl noch Kinder hier irgendwo draußen rumlaufen. So eine kleine Holde, kleine Maus, wo man einfach mal denkt, okay, pass auf, ist früh um 5:30, ich kann mal eh nicht daten. Oder? So. Kicken wir uns das mal hier mal ein bisschen an. So, was hat er denn noch da? Bücherregal kaufen für 50 Öken oder was? Was, ein Bücherregal kaufen willst du? Habe ich hier kein Bücherregal? Ich dachte immer, ich hab eins. Leute, passt mal auf, ihr habt ein Bücherregal. Kostet, ich weiß nicht, immer kicken. Aber kann ja nicht so jetzt einfach mal so, ja, die Welt kosten. Ja? Wo finde ich denn jetzt ein Bücherregal? Will ich mal hier eintippen, ob ich was finde? Bücherregal, haben wir doch. Für Kinder. Na, was denn hier, was denn? Kinder, wie? Ihr habt denn da für andere, für Erwachsene auch noch ein Bücherregal? Da tippe ich nochmal ein Bücherregal.
War Bücher Real, mal kicken. Alter, was macht da denn da für eine Scheiße hier? Bücher Real? Tiefgründige Gedanken. Was ist denn das? Das strahlend schön. Ja, strahlend schön. In Kinder. Nee, pass auf, wir machen einfach mal so Bücher Real in Real. So. Da haben wir noch was. Da haben wir das volle Programm, Jungs und Mädels. Ja. So, wo setzen wir denn das ganze Zeug hin? Ich meine, pass mal auf, 1500 habe ich. Das ist ja, guckt ihr euch das mal an. So ein Bücherregal kostet 1800 Simians. Ist ja, ist eine Matte. So, ist ja, wir brauchen ja nicht so viel. Bücherregal, eine Sugar. Was nehmen wir denn da für eine Farbe von der Meshuggah? Oder nehmen wir das? Das sieht so unschick aus. Oder nehmen wir das? 400, nehmen wir das? Ich finde, das ist. Halb zurück! Ach, nimm doch das. Nee, das ist. Bücherregalkurven, Punkt, aus, die Maus reicht. Guck mal, wir muss in. Okay. Der Otto ist da arbeiten dann. Ich brauche dir das nicht sagen. Mein Junge. Ja, Boba. Danke für deinen Besuch, Boba. Und bis zum nächsten Mal. Und Country Arsch, die kann man halt mal noch ein bisschen schaukeln. Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt hat sie sich umgezogen. Ach so, das ist ja Tagesordnung. Wo will die hin? Das habe ich jetzt ja nicht mitgekriegt. Die hauen jetzt oder. Die hauen jetzt alle ab, ey. Willst du mal hier den kennenlernen hier? Coole Mucke. Eigentlich wollte ich ja heute was. Ich wollte ja mit den ganzen Leuten heute wegfahren. Was ist denn hier mit der Dings da? Wo ist denn die hin? Jetzt ist er da, du bist ja nur, du solltest doch mit denen quatschen, du solltest dich da vorstellen. Oder wo musst du hin? Pass auf, für deine dämliche Aktion, Fräulein, mal auf die Stopptaste drücken und jetzt siehst du mal joggen. Ja, Punkt aus, die Maus. Also, ich mach sowas nicht mit. Wer hier nicht hört, ja, Leute, der ist bei mir fehl am Platz. Das wiederum heißt, da wird eine Option gewählt, wo sie einfach mal, ja, das nicht gerne so macht. Ich denke mal, weiß ich nicht, ob sie das gerne macht, ob sie da joggen geht, das gerne macht oder was. So, Kinnings. Dominik ist alleine zu Hause. Was kann Dominik machen? Nee, ist nicht alleine zu Hause. Und hier, wer ist denn hier alles überhaupt noch da? Da ist ja der Otto. Der Otto, der pennt. Dominik muss in eine Schule. Jene Schule. Und hier hat sich schon hier der. Gero muss ins. Die gehen alle alleine. Ich brauche hier noch nicht mal irgendwie was machen. Die gehen echt alle alleine. Entweder zur Schule oder gehen. Ja. Zur Arbeit. Was ist denn mit der Elisabeth? Lauf nicht so krumm, sonst kriegst du nämlich vor, man, wisst ihr, man schlagt, dass du mal richtig gerade laufst. Ja. Gut. Ich kann sie anrufen, einladen und Grund abzuhängen. Okay, jetzt Enrico. Ich, mal gucken, ob der Enrico kommt. Gut, hier sind ja noch andere auch noch da. Ich dachte, ihr seid alle schon ackern hier. Was ist denn mit der Kantriage? Kantriage. Abhängen. Aber wie gesagt, wir wollten was anderes machen. Und ich denke mal schon, ja, dass wir einfach mal erstmal abwarten, was hier passiert. Da kommt jemand. Ich glaube, das ist dafür der Elizabeth. Das ist der Rico. Ja, Enrico, der kommt erstmal rein. Und wir schauen, was hier passiert. Ja. So, guck mal, da kommt der Patrick, kommt da auch. Hände küssen. Wie sieht es denn aus mit dem Schmeicheln? Okay. Können wir machen. Und jetzt muss ich ein bisschen Obacht geben. Wa? Mit wem quatscht die denn jetzt hier? Wo ist denn jetzt der Enrico hin? Ist das nicht der? Ist er nicht mit denen ein bisschen so liiert? Was will denn der jetzt? Scheiße, die muss in einer Stunde arbeiten. Ich wollte eigentlich. Nee, nicht. Was ist denn? Wo bist du denn jetzt? Ach, die ist da. Ich wollte ein bisschen. Kann die noch ein Techtelmechtel schnell machen? Knuddeln, knutschen. Romantisch, flirten, Kuss. Was ist denn hier passiert? Knuddeln. Ich wollte eigentlich, dass sie jetzt mal ein bisschen noch mit denen rumknutscht, bevor sie echt zur Arbeit geht. Küssen. Naja, gut, dann macht mal ein bisschen was. Und was ist denn mit den Dings da? Bleibst du stehen? Was ist denn. Hallo? Flirten. Knuddeln. Was ist denn los? Ist das nicht ihr. Ist das nicht der Vater von dem Kind, sagt man Kinder? Bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ich weiß auch jetzt ja nicht, wo ich das fragen, ob Single, warum wie denn, warum denn fragen, ob Single ist. Ey, mit wem ist denn die in die Kiste gestiegen?
Mit wem ist die denn damals mal Vorständin? Also du bist doch mit, sag mal, Kadri, du bist doch mit dem Dings hier, oder nicht? Bin jetzt ein bisschen verdattelt. Ich denke mal, das ist doch der Vater von der Emily Rose. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich jetzt ja nicht, was hier los ist. Jetzt weiß ich echt nicht, was los ist. Mehr Auswahl. Was ist denn hier? Fragen, wieso Fragen? Wie stehen Sie angezogen zu fühlen? Du solltest doch ein bisschen. Ich wollte eigentlich mal. Tja, Country Ass, du musst nämlich auch gleich zur Arbeit und da wird dir auch eine Schmittentechte Mäche, den können wir das auch schon mal abblasen. Dann ist denn überhaupt noch einer hier? Ey, wenn die jetzt sieht, dann ist überhaupt keiner mehr zu Hause. Mich das zur Arbeit, Bub, ist auch zur Arbeit gegangen. Was macht dieser beschissene Enrico hier, alleine in meiner Hütte? Du Pasta Mafia, kannst du mal denen sagen, der soll sich verpissen hier? Denn wenn hier keiner. Gut, bitte zu gehen. Was ist mit dir? So, Herzchen. Ist ja hier mal auf hier, mit denen rumzumachen. Du musst nämlich auch gleich los und ich möchte auch nicht sehen, dass hier einer sich hier im Haus befindet, wenn hier keiner da ist. Denn das macht man nun ja nicht. Ne? Darauf hat nämlich keine Lust. Ja? So. Du wirst jetzt dich verpissen. Indessen ist natürlich auch ein bisschen blöd, wo ist denn das Kind? Wo ist das Kind? Da ist das Kind. Sag mal, das Kind ist ganz alleine hier zu Hause. Leute, das ist auch ein bisschen scheiße, wa? Ich muss los, danke. Ja, verpiss dich. Will ich nicht mehr sehen. Hau. Hast du ja auch höchstwahrscheinlich auch das Baby mal guten Tag gesagt, du Jurgenkopf? Hat er nämlich nicht. Leg dich ja nicht dahin. Was ist denn hier los? Warum wird denn der hier in mein Haus hier pennen? Das finde ich aber richtig abartig. Das ist. Leute, da wär ich zu sau. Wir haben jetzt hier wieder eine typische, was ich nicht will. Und warum ist. Ich dachte, die wollte die nicht arbeiten hier jetzt? Was macht ihr denn? Jetzt geht sie zur Arbeit, ne? Jetzt geht sie zur Arbeit. Jetzt geht sie zur Arbeit. Geh zur Arbeit. Komm, komm, komm. Country, Country, Country Lady. Emily Rose wurde zur Tagespflege geschickt. Gut, ich denke mal, das ist nämlich eine gute Option, was ich gerade so mitgekriegt habe. Wenn keiner zu Hause ist, dann kommt das Baby automatisch in den Fängen einer Tagesmutter. Ja, ist so, in der Fänge. Ich sage einfach mal, ja, ist so, in der, ja. In der Fänge. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Annika von ihrem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und der Unternehmungsleiter zusteigt. Soll Annika es etwas sagen, um Eindruck zu schildern oder den Mund halten? Weißt du was? Hier braucht hier keine Eindruckschinden. Oder wie auch immer. Hier wird einfach mal die Klappe hier halten und dann ist es gut. Ja, Annika vermeidet den Blickkontakt und tippt weiter. Ja, was ist das da? Hat gemacht, ist auch real, kann auch das machen. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gepennt, wenn der Dings von der Arbeit kommt. Alles klar? Country S? Na klar. So. Ansonsten, ich sehe hier auch keinen weiter und die Zeit, die könnte jetzt mal wirklich mal verlieren. Ich werde erstmal gucken, wie ihr alle so drauf seid. Na, da klickt ihr an. Die müssten alle mal richtig pennen. Das werden wir natürlich machen. Na, Schnute. Oh Gott, die müssten alle mal pennen, wie ich das so sehe. Ach du Kacke. Was ist denn hier mit euch los? Dann kommen sie nachher wahrscheinlich alle nach Hause, um pennen zu gehen. War Energie, die muss auch pennen gehen. War ich auch noch ein Bettchen frei? Ich hab Bettmangel. Der Einzige, der nicht pennen möchte oder was, wo der noch ein bisschen Energie hat. Ich sehe gerade, die Energie die geht auch schon zu nahe. Hat da schon jeder Platz genommen nachher? Oder da kann er ein Nickerchen machen. Sitzen, Nickerchen. So. Was ist hier mit meinem kleinen Scheißer hier? Mit der Dominik. Ist das überhaupt Dominik? Da ist immer noch ein Fremder in meinem Haus, der Enrico. Der plündert genau, der plündert. Und hat natürlich, guck mal hier. Das war bestimmt diese Sau. Diese dämliche Sau hat meinen PC kaputt gemacht. Das ist es, was ich meine. Fremde Leute in mein Haus, die haben hier nichts zu suchen. Verpiss dich einfach mal. Was ist jetzt schon wieder los? Ein Kollege hockt schon 17 Stunden bei der Arbeit und hat 24 Energy-Drinks gekippt. So langsam riecht es im Büro wie in einem Puma-Käfig. Da niemand den Eindruck macht, als würde er in nächster Zeit nach Hause gehen, bleiben Country Ass nur zwei Möglichkeiten. Lavendel, Raumspritz zücken oder den Stinker sagen, er soll sich mal waschen gehen. Ach na, wisst ihr was? Da können Sie. Also da sind wir freundlich. Das riecht schon besser, obwohl ihr noch mindestens drei Flaschen benötigt, aber das ist ja nicht gestank. Und das ist eigentlich gestank, Raumspritz. Gut, das haben wir somit auch erledigt.
Und was können wir indessen machen, wo sich hier jetzt überhaupt keiner hier befindet? Das ist immer Raum hier, keiner hier da. Das war Sims-Sprache, Leute. Ja? Nutze ich auch ab und zu mal. So, aber was können wir denn machen? Wir können eigentlich Janne machen. Können wir erstmal. Ja, dann hau da einfach mal ab. Auch unwohl fühlt er sich, der kleine Scheißer. Wo ist er denn jetzt? Na, geht doch pennen. Ist ja alles gut. Geht mal schlafen. Geht nichts. Ihr seid alle müde, dann geht doch mal pennen. Und dann. Ich wollte eigentlich einen Ausflug machen. Bloß wenn die alle jetzt so müde sind, dann ist schlecht, wa? Dann kann man jetzt auch keinen Ausflug machen. Leute, wie viel Kohle habe ich denn? 1000 Öken. Wollen wir mal ein bisschen was kaufen? Sieht es denn aus mit der Müdigkeit? Na, der ist ja total müde. Mann, denn jeder pennt. Ich hab dir doch die Option zugeteilt, dass du denn halt schlafen gehst. Ja, die sind jetzt alle pennen. Ich kann jetzt gerade großartig ja nichts machen. Das ist totaler Penntag. Ja, die Folge heißt Penntag. Keine Ahnung. Ja. Immerhin geht das hier ziemlich schnell vonstatten jetzt. Göre wurde befördert und ist jetzt mal. Hey, Astronauten-Sonnensystem nicht hat die entwickelt oder irgendwie so eine Scheiße hat die gemacht, hat einen Bonus gekriegt von 500, fast 600 Öken, ey. Jesus, das ist ja ein Ding. Hab echt Kohle verdient, ja? Echt Kohle. So, und der Elisabeth ist auch müde. Und was ist denn mit Dings hier, Junge? Mit Otto. Otto, was ist denn? Hier pennen Otto und dann ist es schick. Einmal schlafen gehen. Und wer kommt denn da? Der Göre ist auch. Von der Arbeit nach Hause. Die kommen jetzt alle von der Arbeit nach Hause und sollten jetzt in der Heia gehen. Was ist denn mit die hier los? Ach, da hat sie noch was hier von so einem Pen. Ja, das ist natürlich diese Option, die ich hier habe. Ich habe ja auch Bänke. Ja, hier so eine Bank da, wie man da so sieht. Da kann man auch pennen gehen. Und jetzt rotzen sie erstmal alle hin. Also, ja. Wer ist hier aufgestanden? Hier ist jeder aufgestanden. Die sollen wirklich erstmal alle echt mal schlafen. Ja. Alle richtig pennen. Ja, dann sollte man mal hier mal ein bisschen. Da sollte man mal aufräumen, die Scheiße. Aufräumen. Aufräumen. So, du bist hier gerade bei der Emily. Windeln wechseln und Flasche. Ihr seid live dabei, ich bin total on stage und ihr habt ihn gerade mitgekriegt, weil gut, dass mir die Rotze jetzt nicht irgendwie so raus hier flogen wie hier oder was ich nicht hier alles verlieren. So, was ist denn? Ist schon wieder abends, ist schon wieder 7 und nichts ist passiert. Ich komme hier einfach mal nicht weiter. Ja? Willst du einen Ausflug machen? Oder ich warte bis Sonnabend. Dann mache ich höchstwahrscheinlich am Sonnabend erst einen Ausflug. Und die Kohle kommt hier rein, Leute. Ist ja richtig geil. Wisst ihr, was hier oder Dings machen kann, oder Otto? Da kann man ein bisschen wieder was einsammeln gehen. Ja, geht mal Frosch sammeln. Ja, so, dann habe ich hier oben ein Grab oder was. Da kann er ein bisschen, nicht ein Grab, aber ich kenne ja schon meine Gräber. Ja, ist ein Grab. Doch, doch. Ist echt ein Grab. Kann er hier Pilze einsammeln, ernten. Der kann alles ernten, Leute. Hier ist auch noch was. Das kann er auch graben. Das ist einfach mal so. Und das ist, wer das noch nicht kennt, Leute, das ist ein kleiner Tipp von mir. Bekommt halt somit auch ein bisschen mehr Geld drin. Ja, in der Schatulle. Ja. Dieses Licht ist ja auch ätzend. Farbe identifiziert. Dieses Licht. Ich möchte hier mal ein richtig geiles Licht machen. Grün, rot. Okay. Das ist gut. Das ist ein beruhigendes Licht und das kann so bleiben. Ja. So schickes Licht. Naja, gut, okay. Leute. Das ist auch so eine Scheiße. Reparieren. Mensch, der Dings ist ja richtig gut hier, wa? Oder, na, sag schon, der Otto. Der Otto findet alles. Also wenn der Otto mal eh mal so richtig auf der Suche ist, Leute, dann findet der echt alles. Ja? Das ist richtig geil. Guck mal, jetzt der findet hier gleich wieder. Was gibt euch das an hier? Kniet er sich so hinter kleine Scheiße? Haben wir sowieso nicht vor die anderen pennen. Können wir mal kicken, wie der hier so ackert. Titanium. Hat ein Tränium gefunden. Ach, Ottchen, du bist ja ein kleiner. Ja? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, wer ist das? Der Enrico läuft da auch um 20 Uhr. Okay, oder was
Was willst du denn jetzt machen? Oder hast du Hunger, Alter? Du hast ja alles, ey. Ey, du hast ja echt alles, wa? Jetzt reparierst du erstmal hier den Herd oder was das da ist. Ja, so, und dann denk ich mal einfach mal, wirst du mal was kochen für die ganze Familie. Schokokuchen, das ist doch am Arsch mit dem Schokokuchen. Fischtattoos? Haben wir das? Geht das? Geht nicht. Fuck. Salat? Geht das? Tomate. Haben wir ja keine Tomate. Man sollte mal Tomaten kaufen. Makaroni mit Käse, mach mal eine große Packung für die ganze Familie. Somit hat die ganze Familie auch mal ein bisschen was davon und kann da auch dann was essen von. So, ich weiß jetzt noch nicht so, wie lange jetzt das hier schon geht hier mit dem Video. Ich denke mal, ja. Was haben wir denn heute erreicht? Naja, was haben wir heute erreicht? Wir haben halt nicht so viel erreicht. Wir haben heute mal ein Bücherregal haben wir mal gekauft, ja. Da kann er nachher mal ein bisschen lesen. Der Dings und ich. Warum ist der PC, der ist ja immer noch kaputt und wird auch höchstwahrscheinlich denn von den Otto da auch denn ganz gemacht. So, wo ist die Schnecke? Okay. Göre steht höchstwahrscheinlich gleich zum Sehen auf. Gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich einen Ausflug machen mit euch hier, wollte euch ja auch mitnehmen auf diese Reise. Aber wir müssen halt ein bisschen warten. Ich denke mal am Wochenende, wenn sie am Wochenende so frei haben, dann können wir ja einen Ausflug machen. Ja. Und wo das denn dahin geht, Leute? Da lasse ich mir was überlegen. Oder andersrum, ich überlege mir da einfach mal was. Das können wir machen. Und wer hat die jetzt eine Kohle? Achso, wegen der Macaroni oder Käse. Wird ja was da hier. Ja, wird der Abbezug nicht gell? Wa? Ihr könnt ruhig mal was dran sonst da, mir mal hier, mir. So, was hat er denn? Gibt es hier denn hier noch was? Kann man hier euch noch was zeigen? Der pustet oder was macht er da? Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja, eigentlich kann er ja hier mal hier, der hat es ja auch mal verdient. Der kann ja auch mal was. Hat der nicht keine Freundin oder was hier, der Otto? Hier, was ist mit der Johanna? Ruf die doch mal an. Jetzt hast du noch Zeit, junger Mann. Lesen brauchst du nicht, ist Quatsch. Ja, was ist Computer? Musst du, den musst du denn. Den musst du noch reparieren, mein Freund, bevor du hier die Holly da anrufst. Was war das? Johanna? Johanna. So, ein bisschen. Du brauchst doch nicht mehr essen. Ich sehe gerade auf deine Anzeige, du hast doch ja keinen Hunger. Wie habe ich denn das jetzt gesehen? Ich war der Meinung, der musste was essen. Du Schnecke. Aber wegwerfen. Wegwerfen. Was essen? Hygiene. Was ist denn, muss denn man. Was hat er denn? Wer quatscht denn hier so dem Zeug? Fantasiert hier einer? Hi! Dominik, was suchst du denn da? Na, kick mal ihn an. Jetzt stehen sie alle auf, mitten in der Nacht. Jetzt sind sie alle, verstehst du? Ja? Jetzt können sie alle nicht mehr pennen, weil sie ja sind ja ausgepennt. Ja? Siehst du? Und, ja, wechseln. Warum wechseln? Immer diese, die wechseln eben. Wir sollten mal so eine Babywindel mal echt mal erfinden, die man nicht wechseln braucht. Die sich vielleicht von selbst reinigt oder so. Wäre natürlich ein richtig cooler Tipp, war. Oder sollte man sich mal dran setzen, ja? Vielleicht sollte ich mir mal was überlegen. Vielleicht kann ich ja sowas mal entwickeln. Eine selbst reinige Windel. Ey, damit mache ich Kohle ohne Ende, ey. Krieg ja echt eine Macke, Mann. Bärschige, ey. Von der Kohle, ey, war. Wo wird mir denn 1000 Windeln? So, nichtsdestotrotz, Emily Rose zieht sich. Wird heute ein Kind? Nee. Wo ist es denn? Was denn denn? Hat er denn der Emily? Jo, das machen wir schnell noch. Kleiner Frechdachs, ist das süß. Mach mal einen Frechdachs draus. Liebling der Massen? Wunderkind? Muss nicht sein. Wunderkind, hallo, wo sind wir denn? Frechdachs, naja, Liebling der Massen. Ich, ist okay. Was haben wir hier? Fröhlich, Einzelgängerin, nö, düster, Spinnerin. Kleptomanisch. Kleptomatisch heißt doch, die ist, die klaut war und hier wird keiner. Es wird hier in meiner Familie wird hier keiner zum Dieb, Leute. Dass das man klar ist. Wo ist er denn? Emily, was ist los, Emily? Die Emily, die sieht ja putzig aus, das kleine Mädchen. Emily, du siehst da putzig aus. Was ist denn, was hast du denn da über den Kopf? Motorrad? Ihr habt kein Motorrad. So Leute, in diesem Sinne sagt einfach mal Ciao, bis zum nächsten Mal, weil Emily ist groß geworden. Das haben wir auch erreicht und ich wisse ja nicht, was hier rumgrölt.
Jambakaru, Aluku, Naku, Jambalamba. In diesem Sinne, Leute, sage ich mal Jambalamba und Chaku Maru. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ihr Koffi seid wieder dabei. Ciao.